über ein Phänomen, das seit dem 30.08. bekannt ist und mit dem die Wissenschaftler nichts anfangen können, möchte ich heute in diesem Video berichten. Es geht um den Partikelstrahl aus den schwarzen Löchern. Also sei gespannt, was du heute von mir erfahren wirst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Dies hier ist mein neues Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Und dort berichte ich auch über die schwarzen Löcher und wie die Andromedaner damit umgehen. Wenn du dich dafür interessierst, der Link ist unter dem Video. Ja, und heute geht es also um diesen Bericht vom Merkur vom 30.08. Und zwar wird dort berichtet, dass ein schwarzes Loch Partikelstrahlen direkt auf die Erde richtet. Ich habe da dazu mal die Andromedaner gefragt und wir bekommen nachher auch eine ganz besonders schöne Botschaft von Mai Medana, die uns in den Weltraum führen wird zu ihrem Lieblingsplatz. Jetzt ist es so, in diesem Artikel steht ja drin, dass die Wissenschaftler selbst gar nicht genau wissen, was ein schwarzes Loch ist. Sie haben das zwar gelabelt, aber letztendlich sind sie sich nicht einig und unsicher, was es bedeutet. Von den Sternenwesen weiß ich, dass diese schwarzen Löcher Tore zu anderen Dimensionen sind, zu anderen Welten, zu höheren Dimensionen oder Universen. Und die Andromedaner nutzen diese schwarzen Löcher auf eine ganz besondere Art und Weise. Man kann über die, oder die, unsere Wissenschaftler haben diese Einstein-Rosen-Brücke definiert, die, also das ist ein anderes Wort für Wurmlöcher und ich erkläre euch mal anhand dieses Zettels, was das bedeutet. Und zwar hatten die gesagt, das hier ist das Universum, dieser Zettel und die Entfernung von einem Ende zum anderen Ende oder von der Größe vom Universum ist eben sehr, sehr groß, das wisst ihr selber. Und um schneller jetzt von einem Ende zum anderen zu kommen, hat man diesen Zettel verbogen. Als Anschauungsmaterial dient das jetzt nur. Und man könnte dann durch ein sogenanntes Wurmloch ganz schnell von einem Ende zum anderen kommen, also in einer kleineren Entfernung als wie von dem gesamten Zettel hier, der als Anschauungsmaterial dient. Und dies beweist auch, dass wenn ein Licht das Eventhorizont überschreitet, diese Linie überschreitet, wo ein schwarzes Loch wirkt, dann ist es aus unserem Wirkungskreis erstmal weg. Und die Wissenschaftler sagen, es könnte dann niemals mehr wieder zu uns zurückkommen. Jetzt gibt es aber dennoch wieder Einstrahlungen durch die schwarzen Löcher, die zu uns kommen, die aber dann ganz bewusst von einer höheren Ebene aus zu uns geschickt werden. Und das ist ja wieder mal ein Widerspruch zu den Meinungen der Wissenschaftler. Und diese Energien, die da durchkommen, die zu uns durchkommen, die sind in dem Moment uns noch nicht bekannt. Das ist etwas ganz, ganz Neues. Und die werden ganz bewusst von einer höheren Ebene geschickt. Die Wissenschaftler sagen dazu Partikelstrahl. Ich beziehe mich jetzt auf diesen Bericht vom Merkur. Ich mache euch mal auf, damit ihr wisst, was ich meine, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Hier seht ihr also schwarzes Loch. Richtet Partikelstrahl direkt auf die Erde und hier wird eben beschrieben, was man davon hält oder wie man das einordnet. Lest euch das selbst noch mal durch. Ich fange mal gerade an. Ein schwarzes Loch, das einen Teilchenjet Richtung Erde schickt, wird Blazar genannt. Forscher sind dem Phänomen mit Hilfe eines NASA-Teleskops auf der Spur. Also man möchte das gerne erforschen, um mehr zu erfahren, was das jetzt bedeutet, ihr Lieben. Und hier ist auch noch mal von einem großen Rätsel. Es ist jedoch noch ein großes Rätsel, was da geschieht, hier ganz unten. Da, warte mal, hier, da könnt ihr das lesen. Jedoch noch ein ganz großes Rätsel. Ja, jetzt wisst ihr also, um was es geht. Es geht um diesen Partikelstrahl, den sogenannten Partikelstrahl, der hier auf die Erde geschickt wird. Und dieser Partikelstrahl, so berichteten mir die Sternenwesen,
ist die Erleuchtungsenergie. Und diese Erleuchtungsenergie, mit der hatten wir bereits gearbeitet in unserem Webinar mit den Luminea-Engeln, wo es darum geht, dass wir Schmerzen bekämpfen, ist so ein blödes Wort, wo wir Schmerzen in unserem Körper reduzieren. Und das ist eine Energie der Neuzeit. Das ist etwas wirklich Phänomenales, was uns zur Verfügung gestellt wird und was eben durch diese schwarzen Löcher zu uns gebracht wird von den Engeln sozusagen, von den lichten Wesen, die uns zur Seite stehen. Und ich habe dann auch noch Maimedana gefragt, ob sie nicht vielleicht eine Botschaft für uns hat. Und das werden wir natürlich jetzt im Anschluss auch noch gleich erfahren, was sie uns zu sagen hat. Dieser Artikel von der Zeitung vom Merkur ist ja noch gar nicht so alt und er ist jetzt, es ist tatsächlich entdeckt worden, dass da also Partikel, dass da Energiestrahlen auf die Erde kommen und dass sie uns erreichen. Das spüren wir. Dieser Strahl ist also direkt auf die Erde gerichtet. Es wird also die Erde bestrahlt mit dieser Erleuchtungsenergie, die uns unterstützen soll, bei uns selbst zu bleiben, in unserem Herzen Kraft zu finden und auch die Heilung und das Erwachen, diesen Aufstiegsprozess zu unterstützen. Und das ist eine wunderschöne Unterstützung, die uns da zur Verfügung gestellt wird. Und wir können uns eigentlich nur bedanken bei den Sternenwesen, bei den Luminea-Engeln, dass sie so gut für uns sorgen. Aber das Verständnis, was wir jetzt vielleicht oder was ihr jetzt vielleicht durch mein Video bekommt für die Energie der schwarzen Löcher, für die Energiestrahlen, die durch die schwarzen Löcher gesendet werden, ist doch schon mal ein ganz anderes und wird uns auch sehr unterstützen in unserem Wesen, in unserem Sein und auf unseren Weg in das Erwachen. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist und wenn dir meine Videos gefallen, dann bitte ich dich, meinen Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und auch schreibt mir eure Erfahrungen, die ihr während der Meditation und der Botschaft mit Maimedana, die ich jetzt gleich channeln werde, gehabt habe, unter das Video schreibt. Maimedana ist ein Lichtwesen, es ist die zweite kosmische Schwester von den sieben kosmischen Schwestern. Und wenn ihr genau wissen möchtet, was das alles zu bedeuten hat, lest es in dem Buch nach. Und es gibt noch ein anderes Buch, das kosmische Wissen von den Plejaden. Dort habe ich alle sieben Schwestern beschrieben, so dass man einen guten Überblick hat. Ja, und ich werde jetzt nach der Botschaft mich nicht verabschieden, sondern jetzt gleich. Wir werden die Musik weiterspielen lassen, so dass ihr dann noch weiter in den Energien einfach bleiben könnt und noch ein wenig, ja, mit den Sternenwesen verbunden seid. Also ich hab euch ganz lieb, alles, alles Liebe und bis zum nächsten Video. Und jetzt erwarten wir Maimedana. Ich werde mich einsprühen mit dem Araspray der sieben Schwestern. Das hilft mir immer sehr, in die Mitte zu kommen. Und dann nehme ich noch die Gedankenbefreiung einfach für Klarheit, so dass ich vollkommen von dieser wundervollen Energie eingehüllt bin. Geliebte Wesen des Lichtes, geliebte Herzensmenschen, voller Freude sende ich einen Strahl des Lichtes des Segens zu euch und zu dir, zu jedem Einzelnen von euch, um zu sagen, ich bin hier an deiner Seite und ich lade dich heute ein zu einem ganz besonderen Ereignis, denn ich möchte dich zu meinem Lieblingsplatz im Universum einladen. Und wenn du möchtest, dass ich dich mitnehme, dann gib mir jetzt ein inneres Ja. Und wenn du dieses Ja aussprichst, fühle ich,
dein Einverständnis und rufe eines unserer kleinsten Lichtschiffe herbei. Du weißt vielleicht, dass unsere Lichtschiffe sehr, sehr groß sind, aber dieses eine haben wir extra für so einen Moment, wie er jetzt stattfindet, sehr klein gebaut. Und du wirst feststellen, dass es für dich immer noch riesengroß ist, aber für unsere Dimensionen eben eher klein. Und so nimm nun einen tiefen Atemzug und komme mit dem Licht und mit dem Segen auf unser Lichtschiff. Und dort wirst du empfangen von der Liebe von Andromeda. Und so bin ich bei dir an deiner Seite, während das Lichtschiff sich jetzt bewegt und dich sanft durch das Universum trägt. Und so durchqueren wir das Universum, deine Milchstraße. Und wenn du hinausschaust aus den großen Fenstern, erkennst du, wie das Universum heilig, voller Liebe ist. Du siehst die Schönheit der Sterne und du siehst das Funkeln der Energien, das Funkeln des Lichtes, denn unser Lichtschiff fährt auf den Linien der Zeit, auf den Linien des Lichtes, lautlos durch das Universum. Und langsam kommen wir in die Nähe von Andromeda. Und dort gibt es ein besonderes schwarzes Loch, so wie ihr sagen würdet. Dort gibt es ein Tor in die Dimension der Liebe, des Lichtes und des Vertrauens. Und dort bin ich, Maimedana, sehr gerne. Und so haben wir extra für dich einen Platz eingerichtet, an dem du diese Energie fühlen kannst. Und so lade ich dich ein, jetzt einfach mal nur zu fühlen, was geschieht. Denn jetzt übertrage ich dir das Licht von Andromeda. Und es werden unter euch einige sein, die schon bei uns waren, die schon Kontakt mit uns hatten und haben. Und gerade ihr werdet dieses Licht in einem besonderen Maße spüren. Und so öffne dein Herz, denn jetzt fließt die Energie des kosmischen Herzens, des kosmischen Herzchakras zu dir. Und diese Energie fließt ganz tief in dein Herz hinein. Natürlich nur, wenn du es erlaubst. Und jetzt stellst du vielleicht fest, dass es keine Zeit mehr gibt und dass die Stille wie eine Melodie der Liebe ist. Und so senden wir dir Bilder
Energien, Farben und Töne, ganz so, wie es sich deine Seele wünscht, um dir das zu geben, was gerade wichtig für dich ist. Und so lass dich tragen und nimm unsere Geschenke für dich an. Wenn du magst, kannst du deine Hände auf dein Herz legen, um die Verbindung deines Herzens zum kosmischen Herzchakra zu fühlen. Und so genieße all das, was jetzt geschieht. Es ist so, wie wenn du getragen wirst, getragen mit den Händen der Liebe. Wir haben für dich gewirkt, sagen die Andromedaner. Wir haben das geheilt, was geheilt werden durfte. Wir haben das ausgeglichen, was im Ungleichgewicht war. Und wir haben dir Kraft und Hoffnung gegeben, damit du deinen Weg weitergehen kannst. Und so kehren wir voller Achtsamkeit wieder zurück durch die Linien der Liebe, durch die Linien des Lichtes im Universum. Du siehst wieder die Planeten, wie sie uns begleiten, wie wir an ihnen vorüberschweben, lautlos und leise, sanft wie eine Feder, schneller als das Licht. Und dann kommen wir in deine Milchstraße in Richtung zur Erde. Und wenn du jetzt aus dem Fenster schaust, siehst du deine Erde wundervoll in dem blauen Licht der Perle der Liebe, so wie wir sie nennen, deine geliebte Erde. Und dann nach einer Weile kommst du, getragen von unseren Händen der Liebe, in deinen Räumen an, bist wieder ganz zu Hause. Und wenn du magst, darfst du noch ein wenig träumen, noch ein wenig dich verbinden mit dem, was gerade geschah. Und so ist das Licht dein Begleiter, die Liebe dein Schutz und das Vertrauen dein Weg. Nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest, um dich zu stärken, um dir Kraft und Halt zu holen. Wir sind in deiner Nähe. Mai Medana verabschiedet sich von dir und trägt das Licht weiterhin in einem großen Strahl der Liebe für dich.